Peaches. Du bist und bleibst unser größter Fan. Und sie wird unser einziger Fan bleiben, wenn wir den Tanz bis zur Talentshow nicht drauf haben. Und Pause! Das ist es! Wir brauchen eine vierte Tänzerin. Und wie sollen wir das machen, eine Roboter-Tänzerin bauen? Natürlich nicht, sei nicht albern. Oh, aber wie wär's mit einem sensiblen, natürlichen, beweglichen Klumpen? Ein sensibler Klumpen? Können wir die Choreo nicht einfach ändern? Ich weiß nicht. Damit würden wir wirklich besser aussehen. Du hast recht. Bin dabei. Machen wir aus diesem Tanztrio eine ganze Tanzgruppe. Legen wir los! Namen? Hm? Wie wär's mit Klumpi? Leila, du kannst einen Klumpen nicht Klumpi nennen. Das ist unhöflich. Ich glaube, er mag es. Gefällt dir Klumpi, Klumpi? Na gut, dann also Klumpi. Hi, Klumpi. Hi, ich bin Polly. Neuer bester Freund. Komm schon, Klumpi. Jetzt lernst du den Tanz. Also gut, konzentrieren wir uns auf die Probe. Uns bleibt nur noch, eine Stunde bis zur großen Talentshow. Großen Talentshow. Klumpi kann sprechen. Klumpi kann sprechen. Also, Klumpi kann zumindest wiederholen. Hi, ich bin Polly. Hi, ich bin Polly. Zwillinge? Hey, du siehst richtig gut aus, Klumpi. Richtig gut. Das ist perfekt für unsere Tanznummer. Beim Finale ist Polly rechts und links. Symmetrie, das wird so toll. Und von vorn. Hier, Klumpi, das ist die Choreografie für die Endpose. Du musst nur so machen und dann drehen. Autschi, Bautschi, direkt auf den Poschi. Alles okay, Polly? Ja, das war nur etwas peinlich. Hi, ich bin Polly. Autschi, Bautschi, direkt auf den Poschi. Richtig gut. Was hast du gesagt? Poschi? Ich weiß es nicht mehr. Es nochmal zu sehen ist so lustig und so oberpeinlich. Ja, und zum Glück wird es niemals jemand außerhalb dieses Raumes sehen. Hi, ich bin Polly. Oh, hey, Polly. Nein. Autschi, Bautschi, direkt auf den Poschi. Richtig gut. Nein, 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 nein. Ist das eine neue Redensart, die du benutzt? Vielleicht denkst du lieber noch mal drüber nach. Wo willst du denn hin? Zur großen Talentshow. Da gehe ich auch hin. Ich bin der Stage Manager. So wie es aussieht, wird die ganze Schule da sein. Gehen wir zusammen hin? Richtig gut. Lass uns gehen. Seid gleich dran, Polly. Wo sind denn bloß Shawnee und Leila? Was macht ihr? Ich bin Polly. Bautschi, Bautschi, direkt auf den Poschi. Richtig gut. Also, es ist anders. Das muss ich dir lassen. Klumpi, da bist du ja. Ach, gerade noch rechtzeitig. Das war knapp. Ja, oder? Was meinst du, wie peinlich es geworden wäre, wenn Klumpi das vor der versammelten Schule gemacht hätte? Komm schon, Klumpi, wir haben immer noch Zeit, um dir den Tanz beizubringen. Leila, ich bin nicht Klumpi. Ich bin die echte Polly. Oh. Wo ist denn Klumpi? Zur großen Talentshow. Nein! Haltet ihn auf! Richtig gut. Oh, das wird immer peinlicher, je öfter ich es mir ansehe. Oh, Polly.
Polly, es tut mir wirklich so leid. Sogar Klumpi fühlt sich echt mies. Danke. Das macht es aber auch nicht besser, dass ich die Lachnummer der ganzen Schule bin. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Was sollen wir tun? Eine Zeitmaschine bauen? Na, natürlich nicht. Sei doch nicht albern. Aber wie wär's mit einem Zeitverschluss? Der Name ist echt gut. Und was macht er? Er ist der Schlüssel, um Klumpis peinliches Benehmen zu vermeiden. Der Zeitverschluss öffnet ein Zeitfenster zur Vergangenheit und ich kann mein früheres Ich rechtzeitig warnen, bevor Klumpi auf die Bühne geht. Eine Zeitmaschine. Mädels, wir brauchen jede Menge Power. Knapp, Polly. Wenn du in der Vergangenheit ankommst, hast du genau 10 Sekunden, bis Klumpi auf die Bühne geht. Jede Menge Zeit. Gehen wir es an. Legen wir los. Klumpi, da bist du ja. Ach, gerade noch rechtzeitig. Hey, Vergangenheits-Polly, schnapp dir Klumpi. Was ist das? Halt Klumpi auf, bevor es zu spät ist. Hi, ich bin Polly. Autschi, Bautschi. Nein! Okay, das lief nicht wie erwartet. Shani, können wir den Zeitverschluss früher starten? Moment mal, lass mich mal. Entschuldige, Polly, der Zeitverschluss hat ein Zeitlimit. Wir haben immer nur diese 10 Sekunden, um Klumpi aufzuhalten. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Okay, lass so bereit machen. Layla, fangen wir uns einen Klumpi. Neuer Plan. Wenn Sie Klumpi nicht sehen, können Sie nicht über ihn lachen. Mach das Licht aus, Lani. Hey, wieso ist das Licht aus? Scheinwerfer an. Hi, ich bin Polly. Oh, komm schon. Es klappt einfach nicht. Egal, was wir versuchen. Klumpi landet auf der Bühne und aus mir wird ein Witz. Wir müssen es halt weiter versuchen. Wenn wir diesen Teil doch einfach überspringen könnten. Warte, das ist es. Den Teil müssen wir überspringen. Ich reise in die Zukunft und frage mein zukünftiges Ich, wie wir Klumpi stoppen können. Shani, gibt es eine Möglichkeit, wie wir die Zeit vorspulen können? Mal sehen. Ich hab's. Den Zeitverschluss bereit gemacht für einen letzten Sprung in die Zukunft. 2 Wochen ab jetzt. Wir haben einen Versuch. Gut, das muss funktionieren. Starte den Sprung. Oh, komm. Ich etwa ungelegen? Nein, nein, wir haben dich erwartet. Hey, Team, die Vergangenheits-Polly ist hier. Hey, Vergangenheits-Polly. Hey, Vergangenheits-Polly. Also, was macht ihr denn da genau? Naja, Shani wollte die fluffigsten Zimtrollen aller Zeit machen. Ich liebe fluffiges Gebäck. Was ist daran falsch? Und deswegen haben wir was erfunden. Den Fluffigofen 2000. Kein toller Name, wenn du mich fragst. Wir haben keine Zeit, um ihn umzubenennen. Und naja, sie sind etwas zu fluffig. Aber was wolltest du? Oh ja, ich muss dich nur ganz schnell was fragen. Wie hast du Klumpi damals davon abgehalten, uns vor der ganzen Schule zu blamieren? Ach, das. Klappt nicht. Was? Denk nach. Das hier ist doch die letzte Zeitverschlussfahrt. Du kannst jetzt nicht mehr zurück, um Klumpi aufzuhalten. Aber das muss ich. Wenn ich ihn nicht aufhalte, sind wir auf ewig eine Lachnummer. Warte kurz. Hey, Layla, weißt du noch, als Klumpi mich vor ein paar Wochen auf der Bühne blamiert hat? Oh ja, das. Nicht wirklich. Seitdem ist schon wieder so viel passiert. Shani, erinnerst du dich an die Klumpi-Poschi-Sache? Oh ja, ganz schwach. Polly, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Vertrau mir, das ist alles ganz schnell vergessen. Es wird alles gut, ich versprech's. Okay. Apropos Abenteuer, ich glaube, ich muss los. Oh, eine Sache noch. Pass auf Klumpis Tränenpfütze auf. Oh, wirst schon sehen. Danke, Mia. Nichts zu danken, Mia. Layla, starte den Gebäckpolarisator. Und, hat dein Zukunfts-Ich dir helfen können? Irgendwie schon. Wir müssen einfach abwarten und Tee trinken. Na los, Mädels, auf zu neuen Abenteuern. Vorsicht, Klumpis Tränenpfütze. Ist schon okay, Klumpi, ist nichts passiert. Kommt schon, die Wissenschaft wartet. Das wird nie jemand sehen, Layla. Das wird nie jemand sehen. Ich komme. Bitte begrüßt das Känguru.
ein paar Fotos mit Joey machen. Ist das nicht toll? Ein Känguru? Woher hat Margot denn ein Känguru? Naja, ihre Mutter arbeitet im Tierschutz, aber sie weiß bestimmt nicht, dass Margot es sich ausgeliehen hat. Ich kann auf keinen Fall mit diesem prächtigen Beuteltier mithalten. Layla, deine Kerpau-Nummer ist kerpautastisch. Ja, ha, haut drauf! Oh, sie werden sie lieben. Oh. Das ist die beste Show, die ich je gesehen habe. Oh. Nein, ich trete auf keinen Fall nach ihr mit einem Solo-Kerpau-Programm auf. Ich brauche eine bessere Nummer. Könnte Peaches das schon immer? Und groß! Ja. Nein, sie verdankt ihre Skate-Fähigkeiten unserer neuesten Erfindung. Das Gedankenband. Ein Stirnband, das Gehirn scannt und die erlernten Fähigkeiten an den Empfänger sendet. Dieses Band überträgt Pollys Skate-Fähigkeiten an Peaches, die sie daraufhin sofort erlernt. Und das zeigen wir allen auf dem Talentwettbewerb. Wartet, das ist perfekt. Ich kann das Gedankenband benutzen, um einer von euch das Kämpfen beizubringen, damit ich eine Partnerin habe. Das ist viel aufregender und alle vergessen das Känguru sofort. Das ist kein schlechter Plan. Shani, willst du Kapau lernen? Ich lerne immer gern was Außergewöhnliches. Legen wir los! Jetzt kann ich Kerpau. Zeig's mir! Fantastisch! Du kannst genau die gleichen Kerpau-Moves, die ich kann. Sie werden alle sagen, Kenga, wer? Ich lade mir Kerpau in mein Gehirn runter, damit ich es mir für die Show merken kann. Die Gedankenbänder sind toll, aber ich finde, dass sie ein bisschen albern aussehen für eine Kapau-Nummer. Ich bin froh, dass du das sagst. Packen wir es an. Showtime! Oh, hey Känguru, ich zeig gleich meine Backkünste auf der Bühne. Aber bevor ich das tue, ein Selfie. Oh, das wird darauf toll aussehen. Kontrolle geratenes Känguru mit glühend lila Augen hat gegen meinen Kuchen getreten. Das war der Wahnsinn! Du denkst doch nicht, dass... Natürlich denke ich das, Layla! Alle Teilnehmenden stellen sich bitte mit ihrem Beitrag für den Talentwettbewerb auf. Und passt auf, dass euren Beiträgen nichts passiert. Danke! Und außerdem äußerst zerbrechliche Welt des Glases. Natürlich. Das Känguru hat Laylas Kerpau-Fähigkeiten aus dem Gedankenband übernommen. Wir müssen jetzt einfach nur eine Lösung erfinden. Und klein! Okay, Polly, das Gedankenband ist empfangsbereit und in Reichweite. Irgendwelche Ideen? Ich kann die Polarität des Senders umpolen. Das sollte das Kerpau aus dem Gedankenband des Kängurus direkt in Laylas Band schicken. Das könnte funktionieren. Versuchen wir es einfach. Wenn du schon mal da bist, ich habe diese eine komische Haarsträhne, die immer hochsteht. Könntest du was dagegen tun? Layla, konzentrier dich. Legen wir los.
Bedauerlicherweise zerstört wurde, ist das mein Ersatzbeitrag. Vielen Dank, dass ihr dabei so still seid. Känguru-Mädchen im Anmarsch! Entschuldigung! Ich gebe auf. Bleib stehen, Layla! Lass mich das Ding ausschalten! Nein, Polly! Wir müssen beide Bänder gleichzeitig ausschalten, sonst könnte Layla für immer im Känguru-Modus bleiben. Guck mal, sie hat da angehalten. Und wonach sucht sie da? Oh, nach Baby Joey. Er sucht bestimmt nach seiner Mama. Oh. Das bringt mich auf eine Idee. Schnell, in den Park. Wir können für heute Schluss machen. Aber müsst ihr beide nicht noch auf dem Wettbewerb auftreten? Oh, das hätte ich fast vergessen. Eine skateboardende Peaches könnte nicht spektakulär genug sein, nach allem, was sie heute gesehen haben. Heute ist der Hund zum Meister geworden.